Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie der Spitzenkandidat der AfD aus Schleswig-Holstein nach der Wahl die Haltung der AfD kritisiert hat, keine Waffen an die Ukraine liefern zu wollen. Was Gründe für das schlechte Abschneiden der AfD in Schleswig-Holstein sind und was dagegen zu tun ist, aus meiner Sicht. Jetzt im Folgenden der Ausschnitt, danach ein paar Worte dazu. Es sieht so aus, als sei es das gewesen für die AfD im Landtag. Nee, auf jeden Fall wird es noch ein sehr langer Wahlabend und dann wird man am Ende das sehen, ob es gereicht hat oder eben nicht. Eins ist offensichtlich, wir haben es nicht geschafft, über unsere Kernwählerschaft hinaus weitere Wähler zu mobilisieren. Warum nicht? Ja, das ist die gute Frage. Ich denke persönlich, unsere klare Haltung und ein klares Nein zur Waffenlieferung oder schwerer Waffen in die Ukraine, das hat uns auch Wählerstimmen gekostet, weil ich die Stimmung da draußen so wahrnehme, dass momentan alle sagen, wir müssen die Ukraine unterstützen. Und wir haben ein klares Nein zu schweren Waffen gesagt und das hat uns, glaube ich, auch Stimmen gekostet. Vielen Dank, Herr Nobis, für die klaren Worte. Was ist an diesem Interview auffällig? Nobis macht eine einseitige Schuldzuweisung und bezichtigt Russland allein der Schuld. Er sagt, es gebe eine allgemeine Stimmung, Waffen an die Ukraine zu liefern. Die AfD habe dem nicht nachgegeben und deswegen sei das Ergebnis so schlecht. Faktisch trägt er die Propaganda der großen Medien einfach weiter. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er täuscht vorsätzlich oder er wird getäuscht. Wir, die wir jetzt es besser wissen und informiert sind, denken, er täuscht. Er ist ein trojanisches Pferd. Er ist vielleicht vom Verfassungsschutz eingeschleust. Er ist da, um die AfD zu zersetzen, um die AfD an den Mainstream anzupassen. Er möchte die Interessen der US-Regierung in die AfD implementieren, heimlich. Und es entweder erreichen, dass die Meinung übernommen wird, oder die Partei durch Streit zersetzen. Die andere Möglichkeit ist, dass er getäuscht wird. Uns erscheint das erstmal unwahrscheinlich. Wir sehen es doch ganz klar. Ja, 2014. Die USA stürzt heimlich die Regierung. In der Ostukraine geschehen Kriegsverbrechen. Die ukrainischen Nationalisten spalten das Land mit ihrem Russenhass und treiben die Ostukrainer förmlich dazu, sich von dieser Ukraine abzuwenden. Sie lassen sich nicht demütigen. Ich habe die Hintergründe in vielen Videos beleuchtet. Das jetzt noch einmal alles aufzuführen, würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Guckt einfach bitte meine alten Videos an. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Genau die hier aufgeführten Informationen sind aber die Informationen, die Leuten, die nur den Mainstream konsumieren, fehlen. Und hier liegt vielleicht das Problem in der AfD. Viele Leute konsumieren immer noch den Mainstream und werden manipuliert. Die Leute denken selbst, sie können nicht manipuliert werden. Das passiert nur den anderen. Sie haben Abitur, sie sind schlau, sie sind nicht naiv, sie lassen sich nicht reinlegen. Das passiert irgendwelchen dummen Leuten. Ihnen passiert das nicht. Es passiert aber jedem, wenn er nur ein bestimmtes Informationsangebot zur Verfügung hat. Außerdem wirkt die Manipulation. Sie muss durch eigenständige Arbeit aktiv deaktiviert werden. Durch eine nochmalige eigenständige Auseinandersetzung den Inhalten, ein eigenständiges Durchdenken. Es ist natürlich so, dass eigentlich Nobis es wissen müsste, wenn er die Medien 8 Jahre lang verfolgt hat, die auch über die AfD berichtet wird. Dann müsste er eigentlich kritisch sein und er müsste sich den alternativen Medien zuwenden. Es ist so, dass viele Spitzenpolitiker sehr mit ihren Karrieren beschäftigt sind, mit organisatorischen Dingen. Sie haben Familie. Sie haben nicht die Zeit, sich mit Hintergründen zu beschäftigen. Oder sie denken, sie haben nicht die Zeit. Sie müssten sich natürlich die Zeit nehmen, aber sie tun es nicht. Sie sind oberflächlich und nehmen es, wie es kommt und treiben ihre Karriere voran. Dieses Problem ist nicht nur in Schleswig-Holstein aus meiner Sicht, es ist auch in vielen westlichen Landesverbänden. Im Saarland wurden auch unsägliche Interviews gegeben. Diese Interviews sind es, die die AfD überhaupt schwach machen im Moment. Die AfD fällt im Moment leicht ab. Und das ist diese unentschlossene, schwache Position zur Ukraine von Teilen der AfD. Was kann man jetzt tun? Aus meiner Sicht hilft nur geduldige Überzeugungsarbeit. Es muss erreicht werden, dass zunächst einmal die AfD-Leute die alternativen Medien konsumieren. Dass die Leute an die wichtigen Hintergrundinformationen kommen, um diesen Konflikt zu verstehen. Genau viele Berufspolitiker sind nicht so eingestellt. Und hier müssen die Wähler, die AfD-Mitglieder, müssen hier klare Signale setzen. Sie dürfen sich blenden lassen, vielleicht von einem guten Auftreten, sondern sie müssen auf die inneren Werte achten. Was haben diese Leute intellektuell zu bieten? Inwieweit sind sie sich bereit, mit Hintergrundinformationen auseinanderzusetzen? Weil das ist am Ende entscheidend, ob man reingelegt wird oder nicht. Und das ist natürlich am Ende entscheidend, ob es in Deutschland gelingt, eine echte Opposition aufzubauen. In Anbetracht dessen, was Nobis für Aussagen gemacht hat, ist es vielleicht heilsam, dass die AfD diesmal es nicht geschafft hat. Die Leute in den anderen Verbänden sehen jetzt, was passiert, wenn man sich nicht richtig informiert, wenn man solche törichten Aussagen macht zum Ukraine-Konflikt und Waffenlieferungen befürwortet.
was vollkommen verantwortungslos ist gegenüber Deutschland, was ein Verrat an Deutschland ist, was ein Verrat eigentlich an der ganzen Welt ist. Gut ist es nur für bestimmte Kreise in den USA. Es ist wahrscheinlich noch nicht einmal mehr für die USA gut, es ist einfach psychopathisch. Das sind Leute aus dem Geheimdienst, die in den letzten Jahrzehnten viel Macht erreicht haben, was man an vielen Beispielen sehen kann. Beispielsweise an den Kennedy-Morden, an 9/11, nicht nur an der direkten Wahl 2020, sondern auch im Vorfeld, wie Biden bevorzugt wurde, wie Trump benachteiligt wurde. Das kann man aber alles erst verstehen, wenn man sich mit Hintergründen auseinandersetzt. Ich kann an dieser Stelle nur noch einmal die Vorträge und die Bücher von Daniel Eleganza empfehlen. Er stellt das aus meiner Sicht sehr wissenschaftlich dar. Es ist kein Geraune, sondern für alle seine Thesen hat er Fakten, die aus meiner Sicht nicht zu widerlegen sind. Und genau das ist es, was die AfD braucht. Sie muss hart argumentieren können, muss Belege liefern können. Und hier kann man sich an der Argumentation von Ganza sehr viel abschauen. Die AfD sollte sich dringend mit diesen Leuten zusammensetzen. Ein innerparteiliches Seminar von Daniel Eleganza wäre zum Beispiel aus meiner Sicht sehr gut. Oder mit anderen Leuten, Thomas Röper. Und dazu müssten auch die Mitglieder und Wähler bewegt werden. Weil das ist es, was wir wirklich erreichen können. Wir können zunächst einmal die AfD-Mitglieder erreichen. Sie können wir besser erreichen als die anderen Bürger. Sie müssen wir als erstes erreichen. Sie müssen wir von den großen Medien wegbekommen und hinbekommen zu den alternativen Medien. Danach kommt alles Weitere. Eins ist offensichtlich, wir haben es nicht geschafft, über unsere Kernwählerschaft hinaus weitere Wähler zu mobilisieren. Warum nicht? Ja, das ist die gute Frage. Ich denke persönlich, unsere klare Haltung und ein klares Nein zur Waffenlieferung oder schwerer Waffen in die Ukraine, das hat uns auch Wählerstimmen gekostet, weil ich die Stimmung da draußen so wahrnehme, dass momentan alle sagen, wir müssen die Ukraine unterstützen. Nobis sprach von einer Stammwählerschaft, die die AfD erreicht habe. Darüber hinaus habe man keine Wähler erreicht. Das ist falsch. Genau die Stammwähler hat Nobis verprellt. Die Stammwähler der AfD sind in Wahrheit keine Stammwähler, sondern es sind sehr aufmerksame Leute. Es sind Leute, die sich mit dem politischen Geschehen extrem gut auseinandersetzen, sehr gut informiert sind. Und wenn Leute wie Nobis Waffen an die Ukraine liefern wollen, dann ist das untragbar für diese Leute. Und deswegen wurde Nobis nicht gewählt. Es ist auch ganz eindeutig, die ganze Zeit stand die AfD bei 6% in den Umfragen. Das ist nur mit dem Ukraine-Konflikt zu erklären. Zudem ist es so, dass 45% der Leute gegen Waffenlieferungen sind. Es ist halbe-halbe, trotz der Medienpropaganda. Er besetzt jetzt die Position, dass man Waffen liefern müsse, im Einklang mit den großen Medien, gegen 45% der Bevölkerung, die den großen Medien widersprechen. Das ist für die AfD vollkommen blamabel. Sie lassen sich sozusagen reinlegen und selbst 45%, die die AfD nicht wählen, haben das Ganze schon durchschaut oder jedenfalls sind viel kritischer. Man kann hoffen, dass das jetzt ein heilsamer Schock war und die Leute in Nordrhein-Westfalen die richtigen Lehren ziehen. Aus meiner Sicht lässt sich in der Ukraine-Krise viel einfacher argumentieren als bei Corona, weil es viel eindeutiger, viel einfacher ist. Man muss nur die Verhältnismäßigkeit herstellen. Man muss das Verhalten der USA beleuchten und dann das Verhalten von Russland beleuchten und dann, wie jeweils Sanktionen ausgesprochen werden oder nicht. Die USA können alles Mögliche machen und es werden keine Sanktionen ausgesprochen und gegen Russland soll es jetzt Sanktionen und Waffen geben. Man muss nicht sagen, alles was Russland macht ist richtig, man kann einfach sagen, es kann nicht sein, dass wir jetzt mit den Sanktionen bei Russland anfangen und die USA können vorher machen, was sie wollen und es ist alles bestens. Es ist allein schon deshalb eine Herabwürdigung der Russen, ihnen Sanktionen zu geben und den USA nicht. Und allein dieses Argument ist aus meiner Sicht vollkommen zwingend. Da gibt es keinen Ausflug daraus. Wenn man Russland jetzt sanktioniert, dann müsste man auch die USA sanktionieren. Ganz eindeutig. Wenn man das nicht will, dann gesteht man sich automatisch ein, dass es um das Recht des Stärkeren geht. Dass man die USA nicht sanktioniert, weil sie mächtiger sind. Und das ist am Ende entlarvend. Weil an dieser Stelle fliegen die USA mit dem Gerede von Demokratie, von Recht und Gerechtigkeit, damit fliegen sie dann natürlich auf. Es ist immer ganz wichtig, nicht von den USA zu reden, weil in den USA auch ganz viele Leute getäuscht werden. Sondern es geht um die aktuelle Regierung der USA und den Leuten im Hintergrund, vor allen Dingen in den Geheimdiensten. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.